Das Ding. Live, laut, lässig. Also man ist kein Superstar, wenn man Deutschland sucht den Superstar gewinnt. Noch lange nicht. Ein Superstar ist Justin Bieber. Ein Superstar. Daniele Negroni, DSDS-Zweiter aus dem Jahr 2012. Inzwischen ist er 18 und kann die kleineren Hallen noch gut füllen. Immerhin hat er mit seinem ersten Album ja Goldstatus erreicht. Wir treffen ihn backstage bei seinem Konzert in Stuttgart. 2 Jahre nach dem großen Hype ist Daniele alles andere als naiv. Er weiß ganz genau, wie viel bei der RTL-Sendung wahr ist. 80% sind wahr, 20% sind übertrieben. Aber die 20% schaden oftmals vielen Menschen, wenn sie es dann im Fernsehen sehen, die eigenen Kandidaten. Weil auch was ich über mich manchmal im Fernsehen gesehen habe, das war mir auch peinlich. Danieles Image ist schnell klar. Er ist der kleine Bad Guy mit schlimmer Drogenvergangenheit, der nur ans Feiern denkt. Erfahrung mit Medien hat er bis zum DSDS-Casting keine. Das merkt er schnell nach seinen ersten Interviews mit RTL. Es ist schon so, dass man gezielte Fragen abkriegt, wo man sich versprechen könnte, obwohl man es gar nicht will in dem Moment. Man sagt dann eigentlich die richtige Antwort, aber man sagt es böse anstatt lieb. Aber böse passt ebenso gut zum Image, das RTL für Daniele vorgesehen hat. Spätestens bei den finalen Castings auf den Malediven wird das dem damals 16-Jährigen ganz schnell bewusst. Auf den Malediven war rund um die Uhr Kamera. Rund um die Uhr war die Kamera an. Da war immer die Kamera. Bis 24 Stunden lang. Also ich bin mit den Kandidaten am Abend weggegangen, aber wir waren nicht feiern, sondern wir waren halt in diesem Pool drin. Aber es hieß halt angeblich, wir wären feiern gewesen, was aber so nicht gestimmt hat. Das war nicht richtig. Das haben die aber auch einfach ausgestrahlt. Auch ein Streit mit seiner damaligen Duettpartnerin ist für den Sender eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass Daniele der DSDS-Skandaljunge ist. Und Skandale bringen ja Quote. Im Fernsehen wird das halt alles immer ein bisschen höher gestumpft. Dann macht's und dann kommt auf einmal der erste Einblitzer vor meinem Gesicht, dann ist alles wieder schwarz. Und dann Schock. Und dann heißt Streit. Und dann wird das alles ein bisschen überzogen. Aber das ist halt, fürs Fernsehen ist das ein Muss. Also ich finde, im Fernsehen sollte es schon so sein, dass das Ganze ein bisschen krasser wirkt, als es vielleicht war. Doch der größte DSDS-Skandal bleibt für Daniele Negroni auch heute noch immer ein Rätsel. Ein Tag vor dem großen Finale geht diese Schlagzeile online. Daniele Negroni, der neue DSDS-Superstar 2012. Laut RTL war das nur ein technischer Fehler. Ah ja. Man lädt keine Seite aus Versehen hoch, weil wenn man auf Herunterladen drückt oder Hochladen, dann musst du erst ein paar Sachen machen, bis es dann auf dieser Seite gelangt. Und ich wusste nach diesem Tag, nach dieser RTL-Seite, dass ich halt nicht mehr gewinnen kann. Weil, und jetzt kommt's, dann hätten die Leute gedacht, DSDS ist fake. Also wird Daniele nur Zweiter. Inzwischen hat er mit seiner DSDS-Zeit abgeschlossen und tourt erfolgreich durch Deutschland. Im Endeffekt ist diese Situation mir vollkommen way, weil ich weiß, ich darf jetzt Musik machen, ich weiß, ich darf jetzt auf der Bühne stehen und ich weiß auch, dass ich nie wieder beim DSDS-Finale sein werde, also selber auf der Bühne stehen und das Ganze nochmal miterlebe, sondern ich werde ab sofort meinen Weg gehen, ich werde auf der Bühne bleiben, werde für meine Fans singen und der Rest. Vielleicht kommen ja noch ein paar technische Fehler. Dann reden wir da nochmal drüber, weil dann wird's ernst. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.